herzlich willkommen zu einem neuen Mittwochsvideo. Ja, ich bin, wie ihr seht, wieder auf der Strecke, weil ja heute Mittwoch ist und wir halt wohl morgen ein Männertag ist und Freitag halt Brückentag, ich zeitlich Feierabend hatte. Ja, so ein bisschen einkaufen nach der Schule, was gegessen, bin jetzt hier auf der Strecke angekommen, habe mir gerade noch halt diese schönen Balken geholt, dass ich halt hier ein bisschen was basteln kann. Also einen Sprung bauen kann, weil der Kleine hier aus Erde springt sich zwar nicht schlecht, aber ich will ihn weiter und höher haben einfach nur. Man fliegt jetzt schon gut, aber mit dem gibt dann halt auch mehr Sicherheit. Ne? Ja, was haben wir noch? Ja, Schule an sich, also deswegen will ich jetzt noch nicht großartig davon quatschen, das mache ich dann am Samstag oder Sonntag, wenn ich das nächste Video aufnehme fürs Wochenende. Ja, Schule, soweit ganz gut. EDV haben wir die letzten zwei noch nicht zurückbekommen. Also die PowerPoint-Präsentation, also die Auswertung davon und halt die letzte Arbeit zwecks Tabulatoren und Tabellen noch nicht wiedergekriegt, weil unsere Lehrerin halt gerade, also die ist die Woche krank geworden. Muss ich mal gucken, müssen wir mal abwarten, was wir da kriegen. Deutsch haben wir geschrieben am Montag, nee, am Dienstag. Wir sollten zuerst eigentlich Montag schreiben, war dann doch Dienstag. Weil wieder einige gefehlt haben, wie immer. Aber soweit nicht schlimm. Was da rauskommt, keine Ahnung. Ich habe da gar kein Gefühl zu. Ich habe zwar vorher echt gelernt gehabt, weil sie uns gesagt hat, auf was wir gucken sollen. Natürlich kam genau das nicht dran. Ne? Sondern es kam das dran, wo sie uns vorher noch gesagt hatte, das werde ich euch nie abfragen. Okay. Dann mal gucken, was da rauskommt. Mathe hat man gleich danach dann geschrieben. Ja, da habe ich auch einen Fehler eingebaut, sage ich mal, einen Fehler gemacht halt. Ich habe halt einfach nur die Rechenwege vertauscht gehabt. Mein Fehler, mea culpa, kommt vor. Na, trotzdem noch 1,7 rausgekriegt. Damit bin ich jetzt bei 2,1 oder 2,0 glatt. Wie es jetzt nicht ganz, muss ich nochmal genau ausrechnen. Aber auf jeden Fall unter der Vorgabe von 2,5. Somit bin ich sehr zufrieden. Nächste Woche Freitag schreiben wir dann nochmal eine komplette, also die Abschlussprüfung für Deutsch und Mathe, auch wieder hintereinander. Gleich als Prüfungs- oder nicht Prüfung, sondern Klausur. Als Klausurübung, ne? Das war halt Deutsch 2 Stunden, Mathe 2 Stunden. Mal gucken, ne, was das wird. Mathe werde ich definitiv nochmal da, wo ich den Fehler gemacht hatte, die Rechenwege angucken, dass ich sie halt besser unterscheiden kann. Deutsch werde ich auch nochmal bei einigen Dingern dann halt reingucken. Ja, ansonsten bin ich wirklich ganz zufrieden. Bald geht es dann endlich los mit dem Hauptlehrgang. Wo wir jetzt aber erfahren haben, dadurch, dass ja Leute dann Einsteiger sind, die halt vom Rententräger oder vom Arbeitsamt halt diesen Vorkurs nicht bezahlt bekommen haben. Für die müssen die, da müssen ja die Leute auch wissen, die uns unterrichten, auf was zum Stand sind die. Das heißt, es wird da alles, was wir jetzt hatten, nochmal von vorne. Okay, gar nicht so schlecht, kann ich wieder besser abschneiden. Nee, mal gucken. Aber wie gesagt, ja, an sich bin ich dann soweit zufrieden. Ne? Gucken, was der nächste Tag wird. Ich halte euch auf jeden Fall mal am Laufenden. Egal, was kommt. Ja. Ne? Am Wochenende gibt es dann halt wieder ein Video. Ich weiß noch nicht, ob es von hier ist. Oder von hinten, von der anderen Strecke. Oder vom Beden. Oder ob ich mal wieder woanders fahren gehe mit den Jungs. Ich weiß es noch nicht. Es steht noch nichts fest. Muss ich mal gucken. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine richtig schöne Restwoche. Genießt den Männertag, Leute. Vor allem die Jungs. Sauft nicht so viel. Ne? Und ja. Genießt die Zeit. Wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin. Euer Jay.